herzlich willkommen beim neuen Teil unserer Astrologie-Reisen. Und diesmal bei der vierten Reise geht es um den vierten Archetypus, den Krebs, und das dazugehörige Himmelsgebilde, den Mond. Und beim Mond geht es ganz stark um die Gefühlswelt, um das, was wir aufnehmen. Du erinnerst dich daran, bei Zwillingen ging es ja darum, neugierig die Umwelt zu erforschen, offen zu sein, aktiv zu werden und schauen, was gibt es denn da alles. Und einfach so die möglichst viel auch Informationen zu sammeln und eben neugierig zu sein, offen zu sein. Und im nächsten Zeichen, beim Krebs, der ja dem Zwilling dann folgt, geht es darum, passiv zu werden und sich berühren zu lassen, zu sammeln, aufzunehmen. Wir wollen uns heute aber diese emotionale Komponente anschauen. Denn wenn du etwas empfindest, da muss ja zuerst ein Impuls in dich eindringen. Du sammelst das dann auf und der erzeugt dann eine gewisse emotionale Reaktion. Und so steht eben der Mond als Ausdruck auf der einen Seite natürlich dieser große Archetypus Mond für die Mutter, aber auch für das innere Kind. Also die Zeit im Leben, wo wir viel aufnehmen, aufsaugen, wo wir Schwämme sind, wo wir geprägt werden von unserem Umfeld, wo wir konfrontiert werden mit all diesen unterschiedlichen Gefühlen und Lösungsstrategien. Und deshalb ist es gut, wenn man sich mal mit diesem Prinzip Mond auseinandersetzt, beziehungsweise mit dem Prinzip Krebs. Gut, dann starten wir mal unsere Reise. Schließ bitte mal deine Augen und atme tief ein und wieder aus. Und tief ein und wieder aus. Und stell dir jetzt mal vor, dass du in einiger Entfernung das Rauschen des Meeres hörst, die Wellen, wie sie sanft an den Strand gelangen. Und du riechst auch schon die salzige Luft und hörst neben dem Rauschen der Wellen auch das Schreien von Möwen. Du weißt, du bist unterwegs an den Strand, an dem perfekten Urlaubsstrand, dorthin, wo du dich absolut entspannen kannst. Und du gehst nicht alleine auf diesen Strand zu, sondern in deinem Rücken begleitet dich die kosmische Mutter, also die archetypisch gute Mutter. Sie führt dich, sie liebt dich bedingungslos und mit ihr im Rücken hast du absolut keine Sorgen, keine Ängste. Du fühlst dich absolut geborgen und in deiner Mitte. Und du gehst weiter näher auf diesen Strand zu. Es ist ein wundervoller Tag. Und du spürst, wie du mit jedem Schritt dich mehr und mehr entspannst, weicher wirst, friedlicher wirst und dich mehr und mehr öffnest. Du erreichst jetzt deinen Platz an diesem herrlichen Strand und du siehst, dass da bereits eine Liege oder ein Sessel für dich vorbereitet wurde. Unter einem Sonnenschirm, wenn du das möchtest. Und du nimmst jetzt darauf Platz.
und blickst einfach mal aufs Meer, auf den Horizont, in diese unendliche Weite. Du spürst diesen Frieden, diese Ruhe. Und du erlaubst dir ganz in diesem Moment anzukommen. Vor dir im Sand bemerkst du jetzt eine lebendige Energie, eine lachende Energie, eine kindliche Energie. Und du spürst, das ist dein inneres Kind, das da im Sand gerade herumspielt, eine Sandburg baut vielleicht oder Sandkuchen bäckt. Du hast also die Mutter und dein inneres Kind ganz bewusst vor dir an diesem herrlichen Strand. Und nun geht es darum, alles aus deinem System zu lösen, das dich negativ beeinträchtigt hat, das dich beeinflusst hat, das dich emotional hart gemacht hat, das dich emotional stresst, das dich nicht leicht und liebevoll sein lässt, das dich nicht offen sein lässt. All das, was dich einschränkt, darf jetzt rauskommen aus deinem System, darf sich jetzt lösen aus deinem System. Und du spürst, dass sich diese reinigende, erlösende Energie wie das Salz in der Luft um dich herum schmiegt. Und du spürst, dass deine innere Mutter und dein inneres Kind ganz leicht und sanft macht es die innere Mutter und ganz spielerisch das innere Kind, das nimmt so Schaufel und Kübel und leert einfach diese Dinge ins Meer, schmeißt den Sand ins Meer und lacht dabei und gibt einfach diesen Ballast ab. Vor allem die Mutterthemen. Die Ängste, die Unsicherheiten der Mutter. Das, was du aus deiner weiblich-mütterlichen Linie übernommen hast, all das darf sich da jetzt ausreinigen. Deine emotionale Enttäuschung. Deine emotionale Skepsis. All das wird jetzt gereinigt und geheilt. Und du spürst, wie in dein Nabelchakra Heilungsenergie fließt und wie in dein Herzchakra Heilungsenergie fließt. Und wie sich ganz viel gespeicherte Emotionen lösen. Deine innere Mutter reinigt dich auf der Herzensebene, dein inneres Kind reinigt sich auf der Nabelchakra-Ebene. Und du spürst mit jeder Verletzung, mit jeder Narbe, mit jeder Einschränkung, die da von dir genommen wird, wird die Welt freier und reicher und wundervoller. Bist du bereit, dich mehr zu öffnen, neue Aspekte der Welt in dich aufzunehmen? Und zwar nicht mehr in der kindlichen, hilflosen Form, sondern mit deiner erwachsenen Qualität.
Du spürst auch, wie eine tiefe Liebe und eine tiefe Fürsorglichkeit für die Welt in dir erwacht. Für die große Mutter. Du fühlst dich als Teil dieser Welt und du spürst, dass du ganz viel zu geben hast. Du hast so viel gesammelt in deiner Zwillingszeit, in deiner Merkurzeit, dass du so viel schon in dir trägst. Und du spürst, dass dieser Reichtum unendlich ist, dass deine Gaben unendlich sind und wichtig sind, dass du dich gar nicht verausgaben kannst, weil so ein tiefer Reichtum, so eine tiefe Weisheit, so eine tiefe Liebe, so tiefes Gefühl in dir existiert, dass du den Boden, die Leere niemals erreichen kannst. Und wenn wir jetzt schon bei der Leere angelangt sind, dann erlaube dir auch jeglichen Anteil, der leer ist in dir. Wo immer du das Gefühl hast, ein leerer Fleck ist da, eine Enttäuschung ist da, Energie kann nicht fließen. Alle Aspekte der Leere werden nun transformiert, von oben bis nach unten, von den Zehenspitzen hin bis zu deinen Haarspitzen. Alle Aspekte der Leere, sodass du mit jedem Teil deines Wesens empfinden kannst, aufnehmen kannst, fühlen kannst, ohne dabei getriggert zu werden, ohne dabei ausgelaugt zu sein, ohne dabei belastet zu werden, weil gleichzeitig, wie du aufnimmst, gibst du auch wieder ab. Es ist ein ganz natürlicher Prozess. Du nimmst Emotionen auf und die Fürsorge, die Liebe, deine innere Mutter gibt das auch wieder ab, lässt es wieder in die Welt fließen, sodass kein Mangel entsteht. Spür mal den Kreislauf der Energie und atme mal tief ein und wieder aus und schau noch mal so auf diesen Horizont hin. Spüre, dass es gut ist. Spüre, dass du unendlich geliebt wirst, aber auch unendlich Liebe zu geben hast. Und spüre, dass es dir leicht fällt. Schau dir dein inneres Kind an. Vielleicht setzt es sich auch zu dir, vielleicht hüllst du es mal in einen Bademantel ein, nach diesem langen Tag am Meer. Und spür mal, wie schön es sich anfühlt, zufrieden zu sein, friedlich, aber auch offen für neue Eindrücke, offen für eine Lebendigkeit zu sein, offen für neue Eindrücke zu sein. Du spürst nun, dass dein innerer Mond, deine innere Mondenergie ganz klar erstrahlt. Und du spürst, dass du diesen Aspekt deines Wesens jetzt perfekt integriert hast, perfekt bearbeitet hast. Und du kannst diese Sicherheit und diese Zufriedenheit wahrnehmen.
Atme nochmal tief ein und aus und bedank dich dann bei deinen geistigen Helfern und Führern, bei deinem inneren Kind, bei deiner inneren Mutter, der großen Mutter und bei der Mondenergie. Und spür, dass du verbunden bist mit Erde und mit Mond. Du fühlst jetzt nochmal den Fluss dieser Energie in dir. Und dann atmest du tief ein und nochmal aus. Streckst dich durch, bedankst dich nochmal und kommst dann genau in deinem Tempo ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück. Und wenn du dich wieder gut spüren kannst, gut bewegt hast, dann öffnest du deine Augen. Wie fühlt es sich denn an, diese Mondenergie, diese weibliche Energie? Schreib es mir gerne in die Kommentare, ich freue mich drauf. Und ja, wenn du mal eine astrologische Beratung brauchst, eine persönliche Beratung, dann vereinbar dir gerne einen Termin. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Bei unseren astrologischen Reisen. Nächstes Mal geht es weiter dann mit der Sonne, mit dem Löwen. Falls du die anderen Reisen noch nicht gemacht hast, die findest du alle hier im Kanal. Danke, bis nächstes Mal. Eine gute Zeit aus dem wunderschönen Linz. Dein Oliver Erani. Tschüss.